Herzlich willkommen bei BFC TV. Es gibt eine Entscheidung im Falle Rufat Dadaschow. Rufat, du wirst uns in der Sommerpause verlassen zum SC Preußen Münster in die dritte Liga. Rufat, wie siehst du die Situation jetzt für dich? Ja, es ist jetzt eine Entscheidung gefallen. Es ist eine Entscheidung für Preußen Münster, aber nicht gegen BFC. Wir haben noch genug Spiele in der Liga. Ich möchte auf jeden Fall den zweiten Tabellenplatz sichern. Und ich möchte auf jeden Fall den Pokal gewinnen. Ja, das ist ja ein klares Statement. Ich sag mal, Kai Pröger hat es ja vorgemacht im letzten Jahr. Da stand es ja auch fest, dass er zu Rot-Weiß Essen geht, hat dann im Pokalfinale sensationell 2 Tore beigesteuert. Und ich denke mal, es wird dir keiner übel nehmen, wenn du dich genau auf diese Art und Weise verabschieden würdest. Nein, also ich glaube, ich bin auch ein Typ dafür. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall nicht hängen lassen oder sonst was. Ich werde weiterhin Gas geben und versuchen, der Mannschaft bis zum Schluss zu helfen. Ja, 23 Tore in 24 Spielen ist ja eine sensationelle Quote, die es in keiner der 5 Regionalligen gibt. Rufat, wie groß ist die Chance, wenn du in der dritten Liga spielst, dass es dann auch den Anruf vom Verband Aserbaidschans gibt? Ich hoffe auf jeden Fall, dass die größer ist als in der Regionalliga. Das ist auch deswegen ein Schritt, warum ich jetzt den Schritt gehe in die dritte Liga. Und ja, ich hoffe, dass ich auch in der dritten Liga an die Leistung anknüpfen kann. Natürlich habe ich BFC sehr viel zu verdanken. Auch der Mannschaft, dem Trainerteam, dem Umfeld hier. Ich fühle mich auch extrem wohl immer noch, auch wenn ich wechsle. Das wird bis zum Schluss so bleiben. Und ja, ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall in der dritten Liga anknüpfen kann. Ja, das ist doch erstmal eine schöne Aussage. Für dich geht es ja jetzt hier weiter am Wochenende. Erstmal die Autogrammstunde in den Schönhauser Allee-Arkaden. Dann von 12 bis 14:30 Uhr beim Vodafone-Shop. Und dann natürlich am Sonntag geht es wieder um Punkte gegen Halberstadt. Und am Mittwoch dann gegen Neugersdorf. Welche Chancen richtest du uns aus für die beiden Spiele? Ja, das ist ganz klar. Also wir wollen 6 Punkte aus diesen beiden Spielen, das ist klar. Wir wollen Zweiter bleiben und wir wollen Spaß am Fußball weiter haben. Und ganz klar wollen wir 6 Punkte haben. Ja, das ist ein klares Statement. Also wir sehen uns dann am Samstag zur Autogrammstunde in den Schönhauser Allee-Arkaden oder bei den beiden Punktspielen am Sonntag oder am Mittwoch im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Bis dahin, schönen Tag noch, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.